Was ist Vero? In den letzten Tagen werdet ihr es auch entdeckt haben. Vero, eine neue Social-Media-Plattform, kommt aus dem Nichts und jeder Influencer meldet sich dort an, um ja nicht den richtigen Moment zu verpassen. Vero scheint gerade tatsächlich eine kritische Masse zu erreichen, was die Bekanntheit und das Wachstum angeht. Und wir müssen, bevor wir uns da jetzt einfach mal anmelden, beziehungsweise danach, ich bin ja schon da, mal wirklich die Frage stellen, was ist Vero? Wird diese Plattform, wie alle anderen, die versucht haben, Facebook und Co. anzugreifen, untergehen? Und warum ist diese Plattform vielleicht doch nicht so toll, wie ich eigentlich am Anfang gedacht habe? Vorneweg, es gibt im Netz viele, die vermuten, dass Vero Influencer dafür bezahlt, auf die Website hinzuweisen. Denkbar ist es natürlich, da das finanzielle Potenzial hinter dem Macher von Vero scheinbar da ist, dazu dann aber später mehr. Ich habe tatsächlich von Lena davon erfahren, die von Trends immer irgendwie viel schneller Wind bekommt als ich und habe mich einfach mal angemeldet, um es herauszufinden, was das eigentlich auf sich hat. So, also was genau ist Vero? Vero ist eine Social Media Plattform, die bereits seit 2015 existiert, aber erst jetzt so voll im Trend ist. Im Grunde geht es dort darum, Bilder, Videos, Links, Bücher und Musikempfehlungen zu teilen. Ja, es ist wie eine Fusion aus Instagram und Facebook. Es ist jetzt eigentlich reichlich unspektakulär, wenn man das so betrachtet. Es sieht nett aus. Was sind aber die Vorteile? Die Beiträge, und das finde ich sehr wichtig, werden endlich wieder in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Sprich, dort erreiche ich euch dann auch endlich wieder mit dem, was ich tue. Das ist gerade für die, die nicht immer nur die Postings der größten Influencer sehen wollen, wirklich ein tolles Argument, von Facebook und Instagram Abstand zu nehmen und sich, sagen wir mal, lieber an der Seite wie Vero anzunehmen. Man kann im Endeffekt, wenn man das möchte, jeden Beitrag sehen, wenn man eben nur lange genug scrollt. Das ist eben mittlerweile auf den meisten Plattformen nicht mehr so. Es ist nicht mehr so einfach, tatsächlich die Leute zu erreichen, die einen sehen wollen, wenn man eben nicht der relevanteste Fisch im großen Teich ist. Das Tolle ist auch, es gibt keine Werbung, die den Feed voll spammen könnte. Geplant ist nämlich ein bezahltes Abo für die Teilnahme. Wer sich da jetzt noch anmeldet, kann die aber umgehen. Und es gibt eine kinderleichte Möglichkeit, Freunde und Kontakte in verschiedene Kategorien einzuteilen. Enge Freunde, Freunde und Bekannte. Und den Content dann entsprechend mit ihnen zu teilen. Also man teilt quasi das Bild und dann kann man mit einem Regler, den man entsprechend weit verschiebt, einstellen, ob es nun für Freunde sichtbar ist, für Bekannte oder eben für Leute, die einen entdecken wollen. Also für alle dann sozusagen. Jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen. Die App hat gerade große technische Probleme, weil der Hype jetzt gerade ihre Serverkapazitäten völlig überfordert. Das kann passieren und ich finde das eigentlich nicht schlimm. Das andere klingt ja erstmal ganz gut. Aber es gibt da einen wirklichen Haken. Der CEO von Vero ist kein unbeschriebenes Blatt. Das TEN-Magazin schreibt dazu: Gründer und Geschäftsführer von Vero ist der libanesische Milliardenerbe Ayman Hariri. Sein Vater Rafik al-Hariri war von 1992 bis 1998 sowie von 2000 bis 2004 Ministerpräsident des Landes Libanon und wurde 2005 bei einem Attentat getötet. Ayman Hariri studierte Computer Science an der Georgetown University, wo er Scott Birnbaum, Mitbegründer von Vero, kennenlernte. Gemeinsam gründeten sie nach dem Studium die Internetsicherheitsfirma Byte & Switch. Zudem war Ayman Hariri stellvertretender Geschäftsführer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Saudi Oga, einer der größten Baufirmen in Saudi-Arabien, die 2016 vermehrt in Kritik geraten war, weil über Monate hinweg Löhne südasiatischer Mitarbeiter nicht gezahlt wurden. Saudi Oga stellte im Juli 2017 die Geschäftstätigkeit ein. Vermehrt heißt in diesem Fall übrigens 31.000 Beschwerden, wie Gizmondo berichtet. Und als er die Firma dann dicht machte, scheinbar als er dann nicht mehr genug Geld herausziehen konnte, saßen Tausende auf der Straße. Dieses Verhalten kann jetzt entweder von absoluter Skrupellosigkeit oder aber von völliger Unfähigkeit als Geschäftsführer sprechen. Beides sind jetzt keine Eigenschaften, die mir ein gutes Gefühl bei der Nutzung dieser Plattform geben. Mein Fazit: Ich finde die Idee, dass dort alles gesammelt zu finden ist, eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, dass man Musik teilen kann und Bücher teilen kann, das ist was mir persönlich sogar am Herzen liegt. Mein Problem mit dem Algorithmus, habt ihr ja mitverfolgen können, der ja auch auf Instagram immer mehr die Sichtbarkeit von Postings verschiebt, ist dort nicht vorhanden. Es gibt keine Werbung und damit auch kein Pay-to-Win-Hebel für Firmen oder Einzelpersonen. Es gibt momentan eine Menge Probleme.
die App läuft nicht flüssig und es sind noch nicht genug Leute da, als dass es tatsächlich richtig gut rund laufen würde. Also prinzipiell bin ich dieser Seite nicht abgeneigt und die Art und Weise, wie man dort, sagen wir mal, sein Zeug postet, finde ich gut. Es sieht hübsch aus, es macht sich ganz intuitiv. Aber ich habe tatsächlich ein großes Problem mit dem, was ich da gerade über den Gründer gelesen habe. Ich habe mich nämlich auf Vero angemeldet, ohne das gewusst zu haben. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist, Vero bietet eben genau das, was ich mir für ein soziales Netzwerk vorstelle. Und wenn es jetzt plötzlich in ist, gibt es halt auch wenige Möglichkeiten drumherum. Zumal auf allen anderen Portalen, auch auf YouTube, man fast keine Chance mehr hat, wirklich Menschen zu erreichen, wenn man nicht zahlt. Ich werde jetzt beobachten, wie sich die Plattform weiterentwickelt und was dann noch so weiteres über diese Person herauskommen wird. Wie gesagt, so viele Quellen gibt es dazu noch nicht. Wir behalten das mal im Blick. Wenn ihr mir folgen wollt und Vero mal auskundschaften wollt, Link findet ihr dort unten in der Beschreibung. Seid ihr denn schon über Vero gestolpert? Was habt ihr für einen Eindruck von dieser Plattform? Würdet ihr sie auch nutzen? Und denkt ihr, dass sie sich durchsetzen kann? Schreibt es mir gerne dort unten in die Kommentare. Wenn ihr das Video gut fandet und gut fandet, dass ich es mal angesprochen habe, dann lasst dem Video doch gerne eine Bewertung da oder teilt es mit euren Freunden. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin der dunkle Parabelritter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.